Vor einiger Zeit hatte ich den Eindruck, dass ich einer Person Geld geben soll. Ich lebe ja selber von Spenden. So wie im Moment all die Spendenbriefe ins Haus flattern, oder? Ich dachte, nein, also auf keinen Fall, das muss ein Irrtum sein, Gott. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ob ich beim Autofahren war, beim Biken mit meinem Hund, daheim auf dem Sofa mit dem Smartphone, ständig ist mir der Geldbetrag und die Person von meinem inneren Auge durchgerannt. Irgendwann habe ich mich dann endlich überwunden, nach etwa 3 Tagen. Und habe dieser Person den Geldbetrag gegeben. Das hat mich alles gekostet. Nur 3 Tage später ist ein Gast zu uns gekommen und hat am Schluss ein Kuvert im Zimmer gelassen. Als ich mit meinem Hund Velo fahren, hatte ich den Eindruck, ich soll das Kuvert nehmen. Und wie als Abgeltung dafür nehmen, für das Geld, das ich weitergegeben habe. Und es war fast genau gleich viel. Die kleine Differenz, die habe ich gefunden. Das ist genau das, was ich eigentlich von mir her geben kann. Vielleicht hast du auch schon den 5 Lieber angeschaut. Da steht drauf, Dominus Providebit, Gott versorgt. Und glaub mir eins, ich muss das noch festlernen. Und ich wünsche mir, dass ich mehr an Gott vertrauen kann, gerade wenn es ums Geld geht. Wir sind ja Schweizer. Und ich glaube schon, dass das auch irgendwo in unserem Charakter ein bisschen drin ist, dass wenn es ums Geld geht, dann geht es sehr schnell um sehr viele Emotionen. An dieser Schule, die ich unterrichtet habe, haben wir Studenten aus anderen Ländern, die haben alles verkauft und sind mit 0 Rappen an die Bibelschule gekommen, um sich von Gott gebrauchen zu lassen. Bist du auch so leidenschaftlich? Wärst du bereit, alles zu geben? Wäre ich bereit, alles zu geben? Das sind Fragen, die schwierig sind. Und ich wünsche mir, dass wir alle zusammen einfach ein bisschen mehr lernen, Gott zu vertrauen. Dominus Providebit. Die Apostelgeschichte ist auch heute noch Realität.